So, ich sag mal herzlich willkommen zurück zu unserer Lieblingsfolge Let's Play Minecraft mit Stefan. Oder auch Eggmister Zoe genannt. Tja, da sind wir wieder hier fresh dabei. Da sehe ich auch gleich, wir haben ein kleines Guten Morgen-Hummerchen. Da werden wir uns doch, mal so eine Melone kurz in die Kiemen werfen. So, was haben wir denn gemacht? Habe ich schon total vergessen. Zwei Tage dazwischen, Steffen wieder vollkommen Amnesie. Ja, fein haben wir hier aufgeräumt. So. Ach genau, Cobblestone... Legs! Cobblestone-Maschine war the last thing we did. Dann gehen wir nochmal da runter. Neue Mine mit U-Bahn. Genau, das war ja so das Target. Und wir haben hier uns alles verholzt quasi. Da könnten wir eigentlich mal hier Dings hinmachen, würde man gerade fragen, oder? Können wir sicher mal die Mühe machen, wenigstens einen so einen Apparat hier hinzumachen. So getan, den sieht man ja eh nicht. So. Ja, was haben wir denn hier Freshes gemacht? Wir haben uns eine kleine Cobblestone-Machine gebaut. Ja, im stylischen Steffen Karlisch Design. Ja, ist ja ganz nett so far. Heißt einfach hier hingehen, mal hier drauf gekloppt. Pem, pem, pem. Und wir kriegen frisch Cobblestones geliefert. Mehr oder weniger schnell sehe ich da gerade. Okay, das ist ja soweit ganz nett. Um nicht zu sagen, da kann man ja mit arbeiten. So, Cobblestones abbauen dauert ja einen Tick länger wie Cleanstone abbauen. Deswegen gibt es auch eine Cleanstone-Maschine, die man bauen kann. Also die hier ist jetzt natürlich auf 3 Cobblestones ausgelegt, sodass man hier schon mit bisschen Speed ohne Warten abbauen kann. Ne? Klar, soweit. Nicht so das Ding. Ist ja auch ganz nice. Sieht ja auch ganz nett aus, auch wenn ich jetzt gerade hier nicht fliegen kann. Aber hat ja was, ein bisschen was Stylisches, das Ding, ne? So. Dann könnten wir natürlich eine Cleanstone-Maschine bauen. Die ist auch einfach. Brauchen wir im Prinzip ein Lava und 2 Wasser für. Dann hat man so eine Cleanstone. Das geht dann halt einen Tick schneller. Die kann man auch erweitern ein bisschen. Das geht auch. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier unbedingt bauen muss oder soll. Aber ich habe was anderes am Start. Wir können hier mal ernten. Ich habe noch was anderes am Start. Warum ist denn hier die Leitung unterbrochen? Kann mir das mal einer erklären? Ach, hier ist Wasser reingeflossen das letzte Mal. Ah, alles klar. Da müssen wir mal kleine Reparatur machen. Oh, was viel Eier wir hier haben. Zack. Alle mal da rein. Haben wir hier zufällig noch was drin? War ja klar, dass kein Reparaturmaterial mehr da ist. Gut, laufen wir zurück. Weil eigentlich... Hier ist ja noch ein Fail. Eigentlich... So. Wollte ich ja... Heute, jetzt, hier gleich, euch was anderes bauen. Nämlich... Einen Glitch wollte ich nachbauen, also einen Minecraft-Bug sozusagen. Einen klitzekleinen Minecraft-Bug, den mein Spielekollege Spawn entdeckt hat. Ist jetzt glaube ich noch gar nicht so spektakulär und neu und so. Aber der ist da irgendwie draufgestoßen, wir haben uns ja gestern ein bisschen drüber unterhalten. Haben das mal im Kreativ nachgebaut. Ja, auf... meinem Server eben. Und siehe da. Coole Sache, das geht. Und zwar geht es... Ach scheiße, dann muss ich ja hier auch Fenster, Glas wieder hinmachen. Oh, kacke. Und zwar geht es um einen Glitch, mit dem man Sand beliebig oft multiplizieren kann. Der Glitch ist eigentlich schon ein bisschen bekannt, weil jetzt baue ich das hier zu. Muss ich hier nochmal hochlaufen? Na egal. Ja, und zwar ist es so eine Timing-Sache mit Redstone und Pistons. Und aus diesem Grund... Da habe ich ja sogar Dinger drin, habe ich gerade gesehen.
kann man also, auf jeden Fall geht das jetzt mit Sand. Früher ging das mal, gab es mal so einen Glitch, da ging das mit allem. Da konnte man einen beliebigen Block vervielfältigen, das haben sie ja rausgepatcht. Ich sag jetzt mal, ein Glück haben sie es rausgepatcht, weil das war ja nicht zu ertragen, dass da jeder einen Diamantblock gemacht hat und danach unendlich viel Diamant hatte. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen arg derbe. Ja, und jetzt ist halt gerade dieser andere Glitch, dieser Sand-Glitch, sage ich mal, aktuell, da wir jetzt ja hier auch nicht so viel Sand haben und es immer mühselig ist, ich fließt ja Wasser, könnten wir jetzt hier natürlich den mal hinbauen. Das ist eine relativ große Konstruktion, sage ich jetzt mal. Ja, also die wird hier schon diesen ganzen Raum einnehmen und ist relativ hoch. Ich würde jetzt mal versuchen, das Ding nachzubauen. Ich habe es, wie gesagt, gestern oder heute Nacht mit dem lieben Spawn, den ihr ja kennt aus den Multiplayer Sky Biome Videos, eben mal gebaut. Ich habe das Ding gerade eben heute Morgen sozusagen nochmal ein kleines bisschen optimiert, beziehungsweise eigentlich nur verkleinert. Ja, weil das war doch arg crazy gelöst. Und ja, das könnte ich jetzt einfach mal versuchen, in den nächsten paar Folgen nachzubauen. Also aus der Erinnerung raus wird mir ein bisschen schwerfallen bei meinem Löcherhirn, aber wir schauen mal, das Ding wird hier schon irgendwie hinpassen. I hope so. Ach, toll. Jetzt habe ich hier wieder vollkommen die Optik zerstört. So. Wir könnten eigentlich... egal. Hier könnten wir das Ding auf jeden Fall hinzimmern. Dazu besorgen wir uns mal ein bisschen Material. Mal gucken, was wir da so brauchen. Muss ich mal kurz in mich gehen. Ob ich die genaue Anzahl, werde ich natürlich nicht wissen. Hoppla. Auf jeden Fall brauchen wir einiges an Redstone. Oh, kann ich das überhaupt? Ach, scheiße, kann ich das überhaupt machen? Denn wir brauchen... Native Redstone-Kram. Wir haben 3 Pistons. Wir brauchen, glaube ich, insgesamt... 6. Also wir brauchen auf jeden Fall, den Scheiß hier brauchen wir schon mal gar nicht. Holz brauchen wir auch nicht. Ich muss mal den ganzen Crap hier loswerden. Das schmeißen wir mal hier rein. Ach, die Seeds können von mir aus auch mal kurz da rein. Ach, jetzt haben wir den Knochen, den ganzen Scheiß dabei. Verdammt! So, wir brauchen auf jeden Fall... Wir machen das jetzt mal mit Cobblestones. Also ich habe das auf dem Multiplayer natürlich mit schönerem Stein gemacht. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Die Stone Slabs werden wir dann brauchen. So, und hier brauchen wir den ganzen Redstone-Kram. Also auf jeden Fall brauche ich Unmengen Redstone. Wir brauchen das, wir brauchen Level. Wir brauchen Pistons. Wir brauchen Pistones. Und wir brauchen noch was. Das habe ich jetzt hier noch gar nicht gesehen. Scheiße. Wir können das gar nicht bauen. Wir haben keine Slime Balls. Haben wir Sticky Pistons schon irgendwo verwendet? Upsala. Scheiße. Wir haben keine Slime Balls. Wir brauchen nämlich... Also mit gutem Willen auf jeden Fall 2 Sticky Pistons brauchen wir. Mindestens. Eigentlich ist das sogar mit 3. Gut, wir können natürlich jetzt schon mal hingehen und können hier... Upsala. Upsala. So, auch nicht. Ja, gehen Sie mal weg da. So. So war das ja, glaube ich. So und so. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Dinger im Sack. Haben wir das schon mal? Jede Menge Pistones. Aber hatten wir nicht Slime Balls? Gibt's das? Wo sind die denn? Habe ich denn irgendwo Dings verwendet? Hier sind auch keine Slime Balls, oder bin ich blind? Nee. Wo sollten die auch anders sein? Was für ein Scheiß. Muss ich doch erst das
müssen wir doch erst eine neue Höhle suchen, in der Hoffnung, wir finden innerhalb von 45 Jahren Slime Balls. Ach, hör doch auf, was ist jetzt für eine Grütze hier schon wieder? Jetzt habe ich mich so drauf gefreut, das Ding zu bauen. Mama, wieso habe ich denn keine Slime Balls? Habe ich nicht schon mal Slimes gefunden hier? Das war, glaube ich, irgendwo anders. Ach, was für ein Kack. Das ärgert mich jetzt. Und Slimes findet man ja nicht so ohne weiteres. Da muss man schon viel Glück haben. Gut, da bleibt ja wohl nichts anderes übrig, als hinzugehen. Und uns mal ein bisschen auszurüsten. Für eine kleine Expedition, wa? Dann brauchen wir natürlich jetzt auch nicht so viel. Jetzt muss ich da mal hier irgendwo reinschmeißen. Brauchen wir eigentlich alles überhaupt nicht. Schmeiß das eben mal hier so rein. Von mir aus ist ein bisschen Erde. Eine Schaufel machen wir uns. Dazu nehmen wir uns einfach noch ein bisschen Eisen mit. Kompass haben wir. Was habe ich denn vergessen? Holz. So ein Shit, Alter! So ein Shit. Welches Holz nehmen wir denn? Nehmen wir einfach mal hier von... Was mit? Bisschen was. So eine Kacke. Ja, ich wollte jetzt hier irgendwann mal eine U-Bahn bauen, sozusagen von hier startend in die Richtung und pam, da runter und einfach mal so quer da so eine Tunnelbohrung machen. Das ist jetzt natürlich blöde, weil das würde jetzt ins Wasser führen, das ist auch Kacke. Ne? Sind wir uns ja einig. Wo können wir denn mal hinbohren? Crazy-mäßig. Da, hier an unserem Mini-Beach könnten wir einfach mal so eine Kernbohrung machen, aber dann kommen wir eh vorne raus, wo wir schon waren. Da waren wir schon in der Höhle, da hinten, ganz am Anfang. Jetzt könnten wir natürlich mal in die Richtung hier bohren, aber hier habe ich natürlich erstmal riesen Pfütze am Start. Und jetzt hier so eine hässliche Pipeline zu machen, sieht auch kacke aus. Na gut, was machen wir also als erstes? Wir pennen.